Herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir unseren ersten echten REST-Controller bauen wollen. Und um so einen Controller zu bauen, brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen erstmal den Controller selbst, den sehen Sie hier schon offen. Dann brauche ich eine Ressource, da brauche ich jetzt eine ganz einfache Java-Klasse, die Projekte verwaltet. Und damit wir ein bisschen was zeigen können, baue ich die gleich persistent. Das ist noch ein Handgriff mehr und dann können wir das in der relationalen Datenbank speichern. Details dazu gebe ich dann in mehreren kleinen Videos zum Thema Hibernate bzw. JPA. Aber so einen ersten einfachen Controller mit Persistenz kriegen wir innerhalb von, sagen wir mal, 20 Minuten hin. So, also starten wir. Wir bauen jetzt also unseren ersten REST-Controller. Wir brauchen eine Ressource, die bauen wir jetzt mal auf. Ich mache jetzt hier bei meinem tollen Projektverwaltungssystem eine neue Klasse auf, die nenne ich mal Projekt. Aber wir programmieren in Englisch, sorry. Deswegen, bevor wir dann Unsinn machen, renamen wir den mal gleich in Project mit C. So. Damit wir das persistent speichern können, brauchen wir eine Annotation, die aus dem Java Persistence Paket stammt. Das ist JPA, Java Persistence API. Dazu mache ich noch eigene Videos. Jetzt registrieren wir das Ding mal. Was jetzt eigentlich dieses Entity führt dann dazu. Sie sehen das hier schon in der Datenbanktonne, dass es jetzt in der Datenbank eine Tabelle mit dem Namen Project geben wird. So, jetzt braucht das Ding Primary Key, ID, und dann nehmen wir, weil das am leichtesten geht und GitLab macht es genauso, Long ID als Primärschlüssel. Und was wir gleich machen, da kann ich noch ein paar Sachen zeigen. Ich sage, der ist generated, automatisch generiert wird, und dann nehmen wir generated value als Parameter. So wird jetzt also von der Laufzeitstruktur eine ID automatisch erzeugt. Das sorgt dann dafür, dass das Ganze über mehrere Clients hinweg eindeutig ist. Wenn Sie am Client eine ID erzeugen würden, können Sie höchstens eine UUID vielleicht verwenden. Aber im Allgemeinen ist es so, dass es ja sein kann, dass mehrere Clients auf dieselbe ID kommen. Und ich gebe dem meinem Projekt ist noch einen Namen, String Name. Und das war's. Mehr brauchen wir nicht. Wir müssen es ja nicht sinnlos kompliziert machen. Jetzt erzeugen wir den ganzen Boilerplate-Code eben schnell mit. Wir brauchen einen Konstruktor. Wir brauchen auf jeden Fall einen Default-Konstruktor, der den Namen sinnvoll initialisiert. Na, this.name gleich Leerstring, dass wir das da sicher sind. Und ansonsten brauchen wir noch jede Menge Getter und Setter. Halt einfügen, und da erzeugen wir uns sozusagen alles, was wir so brauchen. Getter und Setter für alles. Und damit wir eine schöne Ausgabe haben, spendieren wir noch eine ToString-Methode. So, das ist schon unsere ganze persistente Entität. Sie sehen, wir haben eine Klasse Projekt mit einer eindeutig generierten ID, und damit, das kann ich jetzt als Ressource verwenden. So, ich will das Projekt jetzt in der relationalen Datenbank speichern. Das geht mit Spring Boot relativ leicht, indem wir nämlich einfach nochmal ein Interface erzeugen. Ich nenne das jetzt mal Project Repo. Wie gesagt, Details kommen noch in meinem eigenen Video. Da kann ich jetzt einfach sagen, Sie sehen, es ist auch nur ein Interface. Project Repo, Extends, und da kann ich hier nämlich sagen CRUD Repository. Repository, und der soll Project speichern und die ID ist long. Das mehr brauchen wir gar nicht. Deswegen sollten Sie sich das Dependency Injection Video nochmal anschauen. Jetzt ist das Spring Boot nämlich so schlau, dass der uns sogar eine Implementierung zu dem Project Repo automatisch erzeugt. Müssen wir jetzt nichts mehr machen. Also mit dem bisschen können wir jetzt schon anlegen, ändern, löschen auf einer relationalen Datenbank. Also das ist eigentlich ziemlich nett gemacht. So, Ressource haben wir, speichern können wir. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt überlegen wir mal. Erstmal müssen wir ein Projekt laden können. Das heißt, ich mache jetzt hier mal ein Getmapping. Jetzt brauchen wir einen vernünftigen Extent oder eine URL-Basis. Nennen wir das mal Projects. So.
so als Basis. Und jetzt würde ich vielleicht einfach eine Liste von allen Projekten rausgeben. Public. Ich mache hier erstmal eine Liste von Projekten. Das verändere ich aber gleich. List von Project. Get all projects. Machen da keinen Parameter. So. Eine Liste. Ja, und jetzt soll der mir eine Liste von allen Projekten zurückgeben. Ich mache jetzt hier mal einfach mal ein Dummy-Projekt. Projekt P, Project P gleich New Project. Und dann sagen wir noch P.set, set nicht ID, Name Rudolf. Und ArrayList Result Return Result. So, das war's schon. Bisher ist erzeugen wir es also hier ein einzelnes Projekt und geben das wieder. Und das Projekt heißt Rudolf. Und die ID haben wir noch nicht gefüllt. Die wird auch noch nicht automatisch erzeugt. Gerade, aber jetzt versuchen wir mal ganz kurz das so auszuprobieren. Das heißt, ich starte mein tolles Programm jetzt. Jetzt würde ich natürlich gerne das Resultat genauer sehen. Das heißt, jetzt würde ich als Aufrufmethodik mein Postman verwenden. Also hier auch hier gebe ich wieder die URL ein, http localhost 8080 Projects. So, jetzt habe ich nämlich hier genaue Kontrolle darüber. Wenn ich jetzt dem das sende, dann kriege ich hier tatsächlich eine JSON-Liste zurück, was zu erwarten war. Ich habe jetzt nichts weiter spezifiziert. Ich habe also hier einfach nur ein Get-Request of Projects gemacht, kriege die ID null zurück, habe ich ja nicht belegt. Das Projekt hieß Rudolf, weil ich habe nur eins. Und Sie sehen hier wirklich, das ist eine JSON-Liste. Sehen Sie an den eckigen Klammern. Und da ist die das eine Objekt Rudolf drin. Also scheint so funktionieren. Durchstich läuft. Das ist immer das Wichtigste, dass man erstmal so einen ersten Request durchkriegt. Und das funktioniert. So, jetzt können wir anfangen, das Ganze aufzubauen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Liste von Projekten zurückgeben, dann wäre es vielleicht jetzt nett, ein einzelnes Projekt zurückzugeben. Das heißt, wir machen wieder ein Get-Mapping. Projects. Und jetzt wollen wir ein einzelnes Projekt zurückgeben. Das heißt, jetzt brauchen wir hier eine ID von dem Projekt. Das heißt, jetzt brauchen wir hier einen Path-Parameter. Das ist so dieses in diesen geschweiften Klammern. Das heißt, da kriege ich einen Parameter aus dem Pfad heraus. Und wir wollen ja Projects 1, Projects 2 und so weiter zurückgeben. Und da gibt es keine List von Projects zurück, sondern einfach nur ein Projekt. Get Project Int. Und jetzt brauchen wir hier natürlich den Parameter, dass wir das die ID kriegen. Die ID ist ein Long ID. Und jetzt brauche ich dafür einen Parameter, dass ich sozusagen diese ID hier auf dem, also der Laufzeit klar mache, dass diese ID hier im Pfad genau die ID ist von meiner Methodensignatur. Nicht Path Param, das war in dem Jersey Framework, Path Variable. Und das ist mein Long. Und jetzt kann der das sozusagen mappen. Jetzt gebe ich hier wieder mein Projekt Rudolf zurück. P.setID. Macht natürlich jetzt keinen Sinn, was ich tue, aber wie gesagt, das machen wir später. Die ID. Und dann gibt er mir hier den P zurück. Return P. So, wie gesagt, wir bauen da gleich noch eine Suchfunktion ein und auch dieser Rückgabewert Project ist noch nicht ganz koscher, aber nur, dass wir so Schritt für Schritt das aufmörteln und keine zu großen Schritte gehen. Ich starte meine Applikation wieder neu, gehe in Postman, sage dem, ich hätte gerne das Projekt wieder GetRequest, sehen Sie, 4711 und wenn wir das ausführen, jetzt hat es funktioniert, das heißt, er hat hier tatsächlich das Projekt Rudolf rausgegeben und mit der ID 4711 und wenn ich hier 4715 eingebe und das sende, kommt dasselbe mit 4715 raus. Also Sie sehen also, der Code macht tatsächlich was und jetzt ist hier ein einzelnes Objekt zurückgekommen, nämlich der Rudolf.
So, jetzt wollen wir das natürlich an die Persistenz anschließen. Machen wir das mal als ersten Schritt. Das heißt, jetzt bauen wir unseren Rudolf, stoppen wir das Programm mal wieder so, dass der jetzt wirklich persistente Entitäten zurückgibt. Das bei Projects machen. Und dann müssen wir im zweiten Schritt natürlich auch etwas haben, um neue Entitäten anzulegen. Also, was machen wir? Fangen wir hier an. Und jetzt braucht der also einen, beziehungsweise irgendwie eine Datenbankquery machen und den ins Projekt mit der ID finden. Dazu brauchen wir jetzt natürlich Zugriff auf die Datenbank. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist private, unser gerade gebautes Project Repo. Und das initialisieren wir nicht. Wir machen auch kein New oder bauen jetzt irgendwie ein Singleton ein, sondern wir lassen uns jetzt vom Spring Framework helfen. Das heißt, kommt jetzt über Dependency Injection rein. Das heißt, wir machen hier ein Auto-Wired und auf magische Art und Weise flattert eine Implementierung des Project Repo Interfaces hier ran. Wir müssen uns nicht drum kümmern, erzeugt Spring automatisch. So, und jetzt kann ich nämlich hier folgende Abfrage stellen. Ich kann jetzt hier sagen Project Repo Punkt und der bietet ein paar Default-Methoden an. Durch diese Templatisierung passt das aber auch zu meinem. Durch diese Verwendung der Generics habe ich jetzt hier schon die richtigen Datentypen drin. Das heißt, was ich jetzt hier suchen will, ist Find by ID. Wie gesagt, der Datentyp Long kommt jetzt daher, dass ich bei dem Template, bei dem CRUD Repository ID als Primary Key vorgesehen habe und dann gebe ich dem einfach die ID mit. Und wenn ich dem die ID mitgebe, dann kann der sozusagen suchen. Das heißt, jetzt kann ich hier sagen Project P ist gleich Projects Find by ID. Das mag er nicht. Warum mag er es nicht? Required Type Project, Provided Type Optional. Optional ist jetzt neulich irgendwann in Java eingeführt worden. Ich habe ja keine Garantie, dass der einen findet. Also muss ich jetzt sozusagen der könnte natürlich auch Null zurückgeben. Da haben sich aber die Java-Leute dagegen entschieden. Also muss ich jetzt die Optional verwenden. Optional. Project. So. Das müssen wir inkludieren. Sie sehen, das ist hier Java Util. Also Java Kernpaket hat jetzt erstmal nichts mit Spring zu tun. Und jetzt kann ich hier sagen, return p.get. Das war's. Versuchen wir das mal, testen wir das mal. Wahrscheinlich kommt ja da eine Unsinn raus, aber wer weiß. Schauen wir mal, lassen wir das Spring mal starten und gucken mal, was er uns dann zurückgibt. Starte wieder den Request. Jetzt kriegt er einen Internal Server Error. Das heißt, wir haben ihn jetzt sozusagen mit dieser Anfrage kaputt geschossen. Ob das jetzt eine gute Idee ist, da zurückzugeben, das müssen wir gleich diskutieren. Eigentlich ist es keine gute Idee, aber wie gesagt, diesen 500er werden Sie noch häufiger sehen, deswegen diskutieren wir es kurz. Woher kommt der? Naja, wenn wir hier mal reinschauen, hat er jetzt hier eine Exception geschmissen und da wird irgendwas sein, dass bei dem Optional Get, dass er das nicht erfüllen kann. Er sagt jetzt hier No such element exception, no value present. Ja klar, ich habe ja keinen Kunden bisher gespeichert, kein Projekt gespeichert, also kann er auch keins finden. Die Frage ist jetzt, ist das ein vernünftiger Rückgabewert? Natürlich nicht. Und was wir jetzt brauchen, jetzt müssen wir die Möglichkeit haben, an den Client, dem Client zu melden, lieber Client, ich habe nichts gefunden. Also das heißt, wie sagen wir dem Client das denn? Das heißt, dafür brauchen wir jetzt hier einen etwas mächtigeren Rückgabewert, wie dieses Project. Was wir da machen können, wir können jetzt hier statt Project einen Response Entity verwenden. Response Entity vom Typ Project. Und was ich jetzt nämlich machen kann, jetzt kann ich den nämlich aufbauen. Ich kann hier sagen, if p. Is present. Dann soll er das gescheit zurückgeben. Else. Ja, und dann müssen wir jetzt hier, wollen wir jetzt hier sagen, dass das nicht vernünftig war. Jetzt nehmen wir hier mal das Bilder-Pattern. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann hier nämlich sagen, Respond Entity Punkt. Und jetzt kann ich nämlich hier, wenn Sie sich das anschauen nach dem Bilder-Pattern, kann ich jetzt hier nämlich sagen, naja, was war der Fehler? Und da kommt natürlich,
habe ich jetzt hier die HTTP-Status-Codes zur Verfügung. Und da hat er natürlich so die Standardsachen, die man so braucht, schon vorbereitet. Naja, also und wenn er das Ding nicht hat, soll er wahrscheinlich not found zurückgeben. Punkt. Was wollen wir noch haben? Eigentlich nichts. Können wir sagen, Bild und das war's. So, dann haben wir schon mal den ersten Response fertig und der gibt dann hoffentlich einen 404 zurück. Und da sagen wir hier Return. Natürlich. So. Jetzt können wir hier sagen, naja, was soll er hier zurückgeben? Hier soll er unseren Projekt, das er gefunden hat, zurückgibt. Also sagen wir hier Return Response Entity. Punkt. Jetzt können wir sagen, es ist okay. Und jetzt können wir ihm hier den Body mitgeben. Das ist ja unser Projekt.Bild. Ah, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Deswegen macht das nicht. So. Warum ich da kein Bild machen muss, ist mir ein Rätsel. Aber jetzt probieren wir das mal so aus. Das heißt, jetzt haben wir hier zwei Response Entities erzeugt. Wenn er ein Projekt findet, gibt er ein 200er zurück und packt in den Body, packt er unser Projekt rein, das er gefunden hat. Und wenn er keinen findet, dann gibt er Not Found zurück. Probieren wir es aus, ob es funktioniert. Wie gesagt, bisher werden wir wahrscheinlich nur Not Found zurückkriegen. So, jetzt Sie sehen, jetzt kommt hier, also ist der Body leer. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir hier irgendwo einen Not Found zurückgekriegt haben. Das sehen Sie hier, Status 404 Not Found. Das heißt, jetzt haben wir wieder alles richtig gemacht. Jetzt reagiert unser System vernünftig und wir haben hoffentlich auch hier im Spring Boot keine Exception gekriegt. So, jetzt müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass wir neue Projekte in das System reinkriegen. Das machen wir noch in diesem Video und dann programmiere ich Ihnen in den nächsten Videos die Requests aus, um Projekte dann zu ändern oder zu löschen. Und dann gehen wir nochmal vernünftiger mit den Statuscodes um. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist ein Post-Request, Post-Mapping. Wir gehen auf die Basis-URL, Projects. Und dann brauchen wir eine Methode, die uns sozusagen jetzt über einen Parameter übernimmt, um neue Projekte anzulegen. Das heißt, wir machen hier mal Public. Jetzt machen wir hier gleich mal ein Response Entity, geben noch keinen Typ zurück. Das machen wir später. Wir machen ein Create Project. So, jetzt brauchen wir natürlich hier den Parameter. Der soll uns ja ein Projekt schon erzeugen. Und zwar so, wollen wir einen JSON-String übergeben und der soll den JSON-String in ein Java-Objekt übersetzen. Das heißt, der Parameter hier ist schon Project.p. Und was wir jetzt wollen, ist, dass der sozusagen das füllt aus dem Request. Das heißt, jetzt müssen wir da wieder eine Annotation verwenden. Ui. Und Sie sehen da, das bietet er mir schon an, Request Body. Das heißt, jetzt übersetzt er den Body vom Request in das Projekt P. Und was wir jetzt versuchen können, ist, dass wir das P gleich speichern. Das heißt, wir sagen hier Project Repo.save und dann übergeben wir dem hier das P. So. Was wollen wir jetzt weitermachen? Das heißt, jetzt müssen wir natürlich irgendwie dem Erzeugen mitteilen, dass wir das erfolgreich erzeugt haben. Und deswegen geben wir den natürlich zurück. Das heißt, was wir machen ist, responseEntity. Das heißt, was wir jetzt sagen wollen, ist, er hat es created. So, created.bild. So, und wenn wir den jetzt erzeugt haben, müssen wir eine neue UI zurückgeben. Warum das? Naja, wir erzeugen ja die ID von dem Projekt hier auf Client-Seite. Das heißt, wir müssen dem Aufruf, hier auf Server-Seite, wir müssen dem Client also die neue ID mitteilen. Und das müssen wir halt in der Response Entity mitschicken. So dass wir also jetzt hier angeben müssen, wo das neue Teil zu finden ist. Und die ID hat das Safe irgendwie unter der Haube erzeugt. Der gibt das auch zurück, glaube ich. Project P created ist gleich.
So, jetzt nehmen wir zur Sicherheit den. So, Punkt get ID. Das wollen wir zurückgeben. Und jetzt müssen wir das natürlich einbetten in eine neue URL. New UI. Und was wir da übergeben wollen, ist jetzt natürlich die ID und den Prefix Path. Das heißt, wir sagen hier Projects HTTP Local Host 8080. Das geht sicher noch schöner. Das zeige ich Ihnen dann in einem der nächsten Videos. Projects plus p.created. Jetzt nörgelt er hier noch. Schauen wir mal, was er hat. Unhandled Exception, UI, Syntax Exception und sowas. Das heißt, wir sagen hier noch, machen da noch ein Try-Catch drumherum. Machen wir hier lieber eine gescheite Fehlerbehandlung. Ctrl-T, Try-Catch drumherum. Und sagen, wenn er hier einen Fehler hat, dann soll er hier Response Entity. Hat er einen Internal Server Error oder sowas? Status HTTP Status Multistatus nicht, sondern Insufficient Internal Server Error. So. Das heißt, jetzt haben wir eine neue Entität erzeugt. Probieren wir das noch kurz aus, bevor wir dann in das nächste Projekt einsteigen. So, jetzt hat er hier noch einen Fehler, beschwert sich. Missing Returns. Achso, ja klar. So, jetzt haben wir es aber. So, das heißt, wir können ihn jetzt stoppen und probieren es jetzt nochmal neu aus. Okay, das heißt, jetzt haben wir nochmal zur Wiederholung. Wir haben ein Post-Mapping gemacht auf Projects und er kriegt im Body das neue Projekt mit und er gibt uns dann die URL des neuen Projektes hoffentlich als funktionsfähige UI mit. Probieren wir das mal aus. Das heißt, wir sagen jetzt hier auf Projects, machen wir einen Post-Request. Der Post-Request kriegt im Body Folgendes mit. Ich sage hier ID, Name, Doppelpunkt Harris Hirsch. Vielleicht machen wir damit dazu ja mal ein Projekt und geben dem sozusagen hier dieses JSON-Objekt mit, schicken das und jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert. Okay, er beschwert sich, sagt hier unsupported media type path projects. Das heißt, jetzt müssen wir hier nochmal schauen, was ihn da stört. Wir könnten jetzt ihm nochmal erklären, dass wir ihm hier ein JSON mitschicken. Das haben wir hier eigentlich schon gemacht. Jetzt könnten wir ihm aber hier nochmal klar machen, dass wir ihm ein JSON mitschicken. Das tun wir mit content type application. So, hoffen wir mal, dass er das jetzt frisst. Sie sehen, er hat es gefressen. Das heißt, durch den Content-Type habe ich ihn jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass der Body ein JSON-String enthalten hat. Jetzt habe ich hier die von mir gewollte 201 Created zurückgekriegt. Und jetzt müssten wir im Header hier irgendwo auch unsere selbst ausgedachte URL gekriegt haben. Sie sehen hier, Location ist gesetzt mit HTTP Localhost 8080 Projects 1. Das heißt, mit etwas Glück kann ich jetzt darauf einen GET-Request machen. Machen wir das mal. Und ich habe hoffentlich mein Projekt Harris Hirsch zurückgekriegt. So, das war unser erster RESTful Web Service. Jetzt können wir Projekte anlegen und wir können sie nachher laden. Und wir haben es schon halbwegs korrekt mit GET-Requests umgesetzt. Im nächsten Video bauen wir den RESTful Web Service dann nochmal vollständig aus.